Genossinnen und Genossen, erstmal nochmal gesundes neues Jahr für uns alle, wem ich es nicht persönlich gewünscht habe. Ganz kurz möchte ich euch erzählen, in welchen Ausschüssen wir in Berlin arbeiten. Also die Kerstin Steinke ist mit unserem Ausschussvorsitzenden im Petitionsausschuss. Martina Renner wird im Innenausschuss arbeiten. Der Frank Tempel ebenfalls im Innenausschuss. Die Sigrid Hubach im Kulturausschuss und ich im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, jetzt Bau- und Reaktorsicherheit und im Ausschuss Bildung, Forschung, Technologie folgen. Ich möchte ganz kurz beginnend auf das Sanierungskonzept der Stadt Gera eingehen, und zwar aus Bundessicht. Das, was hier in Thüringen stattfindet und stattfand, hat Auswirkungen und löst Ängste aus in der gesamten Bundesrepublik. Das ist den hiesigen Akteuren nicht klar. Man muss sich bewusst machen, da wird bewusst mit einem Konkurs eines städtischen Unternehmens gedroht, mit der Zahlungssicherheit von kommunalen Krediten. Das bedeutet für alle Privatbanken, für alle Investoren, wir müssen Risikoaufschläge auf Kommunalkredite erheben. Der Gemeinde- und Städtebund ist Sturm gelaufen gegen das, was in Thüringen passiert. Das wäre ein Präzedenzfall. Wenn die Zinsen für Städte und Gemeinden hochgehen würden, dann wäre es eine Katastrophe für alle Städte und Gemeinden, außer die ganz wenigen, die schuldenfrei sind in der Bundesrepublik. Das hat man hier nicht berücksichtigt in Thüringen. Und das werfe ich einer CDU-Landesregierung und einer CDU-gestellten Oberbürgermeisterin in Gera vor, dass sie verantwortungslos mit der kommunalen Familie umgeht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, in dem Sanierungskonzept steht drin, dass die Energiewerke Gera ab 2018 eine größere Millionensumme an Gewinnen an den Stadthaushalt abführen müssen. Wer das reinschreibt, hat keine Ahnung von der Entwicklung auf dem Energiemarkt in der Bundesrepublik Deutschland. Das muss ich so knallhart sagen. Es gäbe vielleicht eine ganz kleine Chance, dass kommunale Energieversorger so viel Gewinn machen. Dann müsste im Jahr 2017 die Linke die absolute Mehrheit im Bundestag haben. Allerdings hätte dann die Stadt Gera auch keine Finanzprobleme mehr, weil wir dann nämlich über die Steuerumverteilung sicherstellen würden, dass die Kommunen mehr Geld haben. Ansonsten, durch die Liberalisierung des Strommarktes, durchgepeitscht aus Brüssel, von der Kommission, nicht vom Europaparlament, von der Kommission, das darf man nie vergessen, werden die Margen im Energiebereich weiter sinken. Gaskraftwerke, und Gera hat nun mal ein Gaskraftwerk, werden immer öfter zwangsabgeschaltet und verdienen keinen Strom mehr. Sie haben kaum noch Laststundenzahlen. Das heißt, Gewinne da zu erwirtschaften wird sehr schwer. Strompreiserhöhung für die Gera und Gera sind den Stadtwerken oder den Energiewerken Gera auch nicht möglich, weil der Kunde kann ja wechseln. Das heißt, wo sollen die Gewinne denn herkommen in dieser Größenordnung? Zusätzlich zum Querverbund. Die Frage muss ich hier stellen. Ich sehe es nicht. Und ich sehe auch keine Entwicklung, wie das bringt. Das heißt, das Konzept beruht auf falschen Annahmen. Ein falsches Konzept, dem kann ich nicht zustimmen. Das ist meine persönliche Meinung. Jetzt. Das dazu. Zum Thema Hochwasser möchte ich auch noch was sagen. Es ist etwas sehr Ungewöhnliches im letzten Bundestag passiert. In 2,5 Wochen haben es 5 Fraktionen geschafft, relativ unbürokratisch 8 Milliarden Euro bereitzustellen zur Hochwasserhilfe. In einem Bundesland Brandenburg geht es echt vorwärts mit der Hochwasserhilfe. In einem Bundesland Sachsen-Anhalt geht es echt vorwärts. Und in einem Bundesland Thüringen hat man ein unbürokratisches Verfahren der Hilfe entwickelt. Ich zähle das jetzt mal auf. Ein unbürokratisches, ich zähle das mal auf, wie es sich im Landkreis darstellt, im Saale-Holstein-Kreis, da sind dann noch 2 Stufen mehr als in der Stadt Gera. Man hat einen Hochwasserschaden, den meldet man seinem Bürgermeister. Zum Beispiel in der Gemeinde Hartmannsdorf. Der Bürgermeister meldet ihn der Verwaltungsgemeinschaft. Die macht daraus, also erst macht der Bürgermeister einen Maßnahmenplan für seine Gemeinde. Diesen Maßnahmenplan gibt dann die Verwaltungsgemeinschaft. Die Verwaltungsgemeinschaft macht einen Maßnahmenplan der Verwaltungsgemeinschaft. Diesen Maßnahmenplan reicht sie ein an das Landratsamt. Das Landratsamt macht einen Maßnahmenplan für den Landkreis. Das Ganze wird übergeben an das Ministerium. Das Ministerium bestätigt den Maßnahmenplan. Daraufhin übermittelt es ihn zurück an das Landratsamt an die Verwaltungsgemeinde, die Gemeindegemeinschaft, an den Bürgermeister. Der Bürgermeister teilt jetzt
den Betroffenen mit, du bist im Maßnahmenplan. Du kannst jetzt deine Maßnahme beantragen. Jetzt geht diese beantragte Maßnahme vom Betroffenen an den Bürgermeister, an die Verwaltungsgemeinde, an den Landkreis, an das Ministerium. Dort wird die Maßnahme bestätigt. Dann geht das Ganze wieder rückwärts. Und dann kann der Betroffene Fördermittel beantragen für die Umsetzung der Maßnahmen. Und dann darf er aber auch schon anfangen. Das nennt sich unbürokratisches Arbeiten in Thüringen. Es gibt natürlich einen zweiten Weg. Der zweite Weg ist, im Bauministerium gut angesehener Mensch geht zu dem dortigen Sachbearbeiter und dann kann er die ganzen Stufen auslassen. Das ist dann die Möglichkeit, dass CDU-Abgeordnete den großen Götter spielen können, dass sie nämlich an allen normalen Vorschriften, die sie selber geschaffen haben, vorbei ihren Freunden helfen können. Das nennt sich Demokratie. Und das ist Demokratieabschaffung, die wir hier in diesem Land erleben. So war es vom Bundestag nicht vorgesehen. Das kann ich euch sagen. Noch eine ganz kurze Sache auch zur Demokratie. Bothe hat heute früh darüber gesprochen, wie Frau Lieberknecht mit ihrem Finanzminister über die Finanzausstattung die Demokratie tötet. Frau Merkel will gerade Herrn Obama überzeugen, das Freihandelsabkommen EU-USA voranzutreiben. In dem Freihandelsabkommen ist dann vorgesehen, dass sämtliche Investitionshemmnisse fallen sollen. Was sind Investitionshemmnisse? Zum Beispiel kommunale Unternehmen. Zum Beispiel ein kommunaler Nahverkehr. Zum Beispiel die Trinkwasserversorgung in kommunaler Hand, aber eben auch das Gentechnikverbot der Bundesrepublik. Das ist ein Investitionshemmnis. Oder zum Beispiel das Verbot von Fracking, also von der unkonventionellen Erdgasförderung. All dies sind Handelshemmnisse, die abgeschafft werden sollen. Das möchte Frau Merkel das Abkommen voranbringen, damit das nicht mehr passiert. Dass also ein armer Energiekonzern endlich hier Öl fördern kann oder Erdgas auf unkonventionelle Art und Weise oder eben das Trinkwasser liefern kann an alle Haushalte, nicht mehr nach unserer Reinheitsordnung, sondern eben so, dass es gerade noch so entspricht den Normen, da ist halt dann geklort und irgendwie zusammengemixt. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ein böser Stadtrat oder ein Bundesland entscheiden könnte, das wollen wir nicht. Dann sieht dieses Abkommen vor, dass der Investor oder der mögliche Investor gegen den Staat klagt. Und zwar nicht nur dann, wenn er schon investiert hat und die Investition ist hinfällig, sondern auch dann, wenn er die Investition vorhatte und behindert worden ist. Weil das Ähnliche erleben wir gerade mit der Vattenfall-Klage gegen die Bundesrepublik. Da geht es, ich sage jetzt mal, mindestens um 3,8 Milliarden Schadenersatz wegen des Atomausstieges. Diese Klagen werden zunehmen in Größenordnung, und ich kann euch noch was sagen. Wenn dieses Verfahren in der jetzt vorgesehenen Form in Kraft tritt, dann haben wir keine Demokratie mehr. Dann heißt es nicht mehr wie bei den letzten Rettungspaketen im Bundestag, wir müssen die Märkte beruhigen, sondern heißt es, der Bundestag muss sich den Märkten unterordnen. Und deswegen, meine Bitte, zum Europawahlkampf werden wir das aufs Thema setzen. Es ist wichtig, dass in Europa eine starke linke Fraktion ist, weil wir müssen auf allen Ebenen dieses Abkommen verhindern in dieser Form. Wenn es nicht kommt, dann hat die Demokratie verloren und sich der Wirtschaft untergeordnet. Und dafür bitte ich um eure Unterstützung. Danke.